Herzlich willkommen bei unserem Lügenbrecher-Kanal. Ich hatte gerade ein erstes Treffen mit Partnern. Ich mache gerade so kleine Treffen mit Leuten, die sagen, ich möchte gerne mit bei GVC dabei sein und möchte euch kennenlernen. Wir möchten zusammen einfach diese Mission, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, zusammen tragen und erfüllen. Und da habe ich von... Ich habe eine Überraschung für euch dabei. Es ist wieder so ein ganz persönliches Video, aber die wollten das unbedingt und ich habe es ihnen versprochen. Und zwar bin ich Kükenmama geworden. Also es ist so, dass ein Deutscher hier große Probleme hat, also nicht in unserem Dorf, sondern hier in der Region. Und wir sind hin, um ihm zu helfen und da sind gerade Küken ausgeschlüpft aus dem Brutkasten und da waren schon vier gestorben und er konnte die nicht richtig versorgen. Und dann habe ich die Küken übernommen. Ja, und zwar bin ich seit 3 Tagen Kükenmama und ich habe den dann mit nach Hause gebracht und hatte dann Riesenprobleme in der Nacht, die warm zu kriegen, weil die Lampe, die ich bekommen habe, kaputt gegangen ist. Und dann musste ich beten und wirklich, ich habe kaum geschlafen. Ja, diese armen Küken, die reizen doch, die wecken jeden Mutterinstinkt in mir. Da bin ich nachts um 2 Uhr bin ich rumgelaufen, sagte, Jesus, du musst mir die Idee geben, wie ich diese Küken warm kriege. Und dann habe ich eine Idee gekriegt. Und das will ich euch zeigen, weil heute Nacht ist wieder der Strom ausgefallen. Also nicht wieder, aber ist der Strom ausgefallen. Ich bin nachts aufgewacht. Ich dachte, alles dunkel. Oh Jesus, die Küken haben wieder keine Wärme. Und dann war ich aber schon gerüstet und habe dann nachts alles aufgebaut. Und das will ich euch jetzt zeigen, weil ehrlich gesagt, ich finde, das zeigt das Vaterherz Gottes. Der hat das in uns reingelegt. Ich kann gar nicht anders, als ich muss mich um diese kleinen Wesen kümmern, weil die sind so schutzlos, die brauchen mich. Und das hat Gott ja in mir oder in uns Menschen reingelegt, weil er das so hat, weil er das für dich so hat. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du bist eins von diesen Küken und der Vater im Himmel kümmert sich so, auch wenn du in der Krise bist. So, jetzt drehe ich mal hier die Kamera um. Und jetzt müsstet ihr die sehen. Oh, ja. Also die Idee ist, schaut euch das hier mal an. Das hier sind Einweggläser, also Marmeladengläser. Die habe ich ganz viele hier. Und da habe ich heißes Wasser reingefüllt, weil wir einen Gasherd haben. Der ist unabhängig vom Strom. Ja. Und dann habe ich da heißes Wasser reingefüllt. Ich habe dann Strumpf drüber gezogen, damit es nicht ganz so heiß ist. Und die habe ich dann alle hier so reingestellt, so direkt nah aneinander. Und dann haben die sich alle da reingekuschelt. Das war ein so süßes Bild, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, die saßen dann hier so zwischen, drumrum, haben sich dann übereinander gestapelt. Also hier seht ihr nochmal die ganzen Marmeladengläser. Weil, also jetzt geht der Strom wieder. Und da haben wir jetzt hier durch eine ganz liebe Schwester aus dem Dorf, habe ich hier so eine Heizplatte, die extra für kleine Küken ist. Und jetzt zeige ich euch mal diese kleinen süßen Küken. Schaut euch das mal an. Das meiste sind wohl... Guck mal hier, sag mal hallo. Sag mal hallo. Und dieses kleine Küken hier, weil das ist so besonders gefärbt, das ist fast gestorben. Also 3 von denen, die lagen nur noch in der Ecke und ich hatte so jemanden dabei, der kennte sich damit aus und sagte, die 3 werden nicht überleben, da soll ich schon mal drauf einstellen. Und dann habe ich für alle gebetet, dass keins stirbt. Ja, und das ist jetzt lebens- und schön Quietschfilet. Guck mal. Ich hole jetzt mal ein anderes. Also das hier mag ich auch ganz gerne, das schöne Dunkle hier. Guckt euch das einfach mal an. Ist das nicht süß? Also es ist unfassbar. Also wie Gott das macht, dass aus so einem Ei ein Huhn wird. Und da soll einer mal sagen, das ist Zufall durch einen Urknall. Ich finde das wirklich immer lächerlicher. Also wirklich, ich kann das nicht verstehen. Guck mal das hier so. Ich kann nicht verstehen, dass Menschen da wirklich dran glauben, an so einen Urknall. Schaut mal, sag mal hallo. Guck mal. Sag mal hallo, ihr Süßen. Die sind jetzt so fidel. Und die waren wirklich alle ganz lethargisch. Guck mal da. Ja. Piep, 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 piep. Das ist so süß, oder? Also, ja, komm. Ja.
Ja, also hier, könnt ihr das nochmal sehen. Genau, also das hier ist meine Kükenfamilie. Ich bin jetzt echte Gluckenmama, so fühle ich. Also heute Nacht habe ich mich echt gefühlt. Jede Stunde musste ich das Wasser wieder erneuern. Und irgendwie nach 10 Stunden dachte ich, ich mache schon. Okay, ihr Lieben, ich freue mich. Ich werde bald nach Deutschland kommen. Ich habe richtig coole Ideen. Und wer von euch uns unterstützen möchte, wir haben nämlich 3 große Projekte dieses Jahr. Und ja, wer da noch dazukommen möchte und zu sagen, hey, ich möchte das gemeinsam mittragen. Wir treffen uns auch immer wieder, um darüber zu sprechen, das finanziell zu unterstützen und auch im Gebet zu unterstützen, der kann uns gerne schreiben. Und ja, dann lerne ich dich auch noch kennen. Kann auch, also die Projekte werden wir jetzt sowieso bald erzählen. Das ist eine Doku und ein Online-Missionar, den wir vielleicht unterstützen möchten. Oh, bist du aber laut. ja, und einen Jugendkanal, den wir gerade eröffnen. Auf jeden Fall sage ich hier mal Tschüss, ihr Lieben. Gott hat dich lieb. Er kümmert sich um dich. Und wenn dir mal gerade richtig kalt ist und du richtig in einer Krise bist, glaub mir, Gott wird alles dran setzen, dass du diese Krise überstehst, gesund und stark rauskommst. So, und der Kleine hier, der sucht der Kleine hat gefiebt, weil er sucht nämlich seine Freunde. Und ich bin die Mama. Okay, tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.